In diesem Video von der CMD 2023 zeigen wir euch unsere Eindrücke, insbesondere Zugang zu Luxusmobilen, alternativen Ausscheidungsmöglichkeiten, abschließendes und sauberes, praktisches, kreatives und elektrisches. Darüber hinaus ein Hinweis auf Ursis Traumziel und Impressionen unseres Kamerakindes Lennox. Ja, und geschimpft bekomme ich auch wieder. Helle, was hast du denn jetzt schon wieder gesagt? Sowas nenne ich königliches Reisen, und wer in unserem Alter so reisen möchte, der braucht nicht nur das Kleingeld dazu, sondern auch eben den Führerschein, und da zeigen wir euch, wo man den erwerben kann. Na, was ist? Eich groß, oder? Ja, für uns auf jeden Fall. Außerdem haben wir noch keinen Führerschein. Und auch vom Betrag ist er wie groß. Ja, das kommt noch dazu. Und für uns sowieso jetzt keine Option. Unsere Nein, noch voll und wir dürfen den ja gar nicht. Ja, ja, ich sag ja, wir haben keinen Führerschein. Nun, das ist das obligatorische Auto in der Garage. Ja, aber da wir ja ohne Auto unterwegs sind. Wir sind mit Auto unterwegs, aber unser Gustl ist so klein, da kommen wir überall hin. Ja, aber wir sind nicht mit Pkw unterwegs. In die engsten Gassen kommen wir mit Gustl. Eben, genau. Brauchen wir keine Pkw. Nein. Da komme ich ja gar nicht rein, du. Wenn die Türen geöffnet werden, dann kann man auch mal richtig reinschauen. Leisten können wir es uns nicht, aber einsteigen können wir. Ja, schon, aber. Stöhne zu viel. Also, Weltreisende ist gut für dieses Fahrzeug, aber hier braucht man auch Weltreisende mit Geld. Wie teuer kommt der Spaß? Wir haben das Fahrzeug gebraucht gekauft. Und wir haben dem Vorbesitzer versprochen, nicht über Geld zu reden. Also Geld spielt keine Rolex. Was noch kostet die Welt, Geld spielt keine Rolex. Da haben wir Toilette drin. Was ist für Fäkaldank? Eine Zacher-Toilette. Zacher mit Fäkaldank. Genau. Ja. Vielen Dank. Da ist die Dusche. Da ist die Dusche drin. Da ist ein bisschen Material noch drin. Aha. Jawohl. Das Schöne ist, dass das auch noch abtrennbar ist. Ne? Da hat man hinten nochmal den Elternbereich abgetrennt. So. Das Fahrzeug ist etwas kleiner als unser Gustl, dafür etwas exklusiver, ja. Und vor allen Dingen, man ist halt weiter oben. Jetzt schauen wir hier auf die CMD, aber so extrem hoch ist das Fahrzeug gar nicht. Das ist jetzt der erste Stock von der Halle 1. Und ich bin wieder beim Guido. Jawohl, herzlich willkommen bei uns. Also, der Guido ist als Weltreisender hier, aber nicht, weil er Weltreisender ist, sondern weil er Fahrlehrer ist. Stimmt das? Ja, wir haben eine Fahrschule in Kirchheim-Teck. Und Aha. Die Fahrschule hat sich spezialisiert auf Lkw- und Omnibus-Ausbildungen.
und alles, was damit zu tun hat. Ja? Beim Geld kannst du uns nicht helfen? Nein. Nein. Ja, ist er nicht bereit dazu? Aber beim Führerschein könnt ihr uns helfen. Jawohl, das ist unser Fachgebiet. Wir kriegen immer mehr Kundschaft in diesem Segment. Problematik, die neuen Führerscheine gehen ja nur noch bis 3,5 Tonnen der Führerschein Klasse B. Und die Fahrzeuge sind relativ schnell überladen. Ja. Man hat es jetzt auch gesehen, in Österreich, habe ich gehört, haben die 3,5 Tonner an der Grenze rausgezogen, auf die Waage gestellt. Und das, was die überladen hatten, mussten die rausräumen, am Postamt aufgeben, an die Heimatadresse schicken. Ja. Und da ist der Urlaub gelaufen. Und jetzt kommen diese Leute und sagen, ich würde mir gerne ein größeres Wohnmobil zulegen, ja, auch wegen der Zulast. Ja, und da kommen wir ins Spiel. Alles, was über den Pkw-Führerschein drüber rausgeht, wird von uns gemacht. Kann man hier erwerben. Wir machen auch, das haben wir jetzt schon vereinbart, haben wir ein Video darüber im März oder im April. Da fahren wir nämlich nach Kirchheim Tech. Genau. Und dann schauen wir uns die Fahrschule mal genau an. Und jeder, der interessiert ist an einen Führerschein von 3,5 auf 7,5 Tonnen oder von 7,5 auf 12, 14, 15 Tonnen. 40 Tonnen. Ja, 40 Tonnen. Der kann sich dann an den Guido wenden. Firmenlogo blenden wir ein. Und von der schönen, bequemen Sitzecke zeigen wir auch nochmal eine Runde, damit er sieht, warum er so einen Führerschein auch machen können sollte, wenn man das Geld dazu hat. So, jetzt stehen wir hier beim Andreas von der Firma Ast Zuziehhilfe. Ihr kennt das alle, man steht auf einem Stellplatz, alles ist schön ruhig und dann kommt der nervige Kastenwagenfahrer. Ja? Hölle, was hast du denn jetzt schon wieder gesagt? Ich meinte nicht die Kastenwagenfahrer per se, ich meinte die Kastenwagenfahrer, die ständig die Tür auf- und zuschlagen. Ja, das ist schon sehr nervig, aber nicht nur die Kastenwagenfahrer schlagen immer die Türen zu, sondern es gibt da auch Womo-Fahrer. Die nerven natürlich auch. Ja, wenn sie dauernd die Türen zuschlagen. Im Übrigen lieben wir alle Camper und Mitcamper, egal ob Kastenwagen, Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Ja, genau, wir lieben euch alle und ich würde sagen, jetzt fangen wir den Clip nochmal von vorne an. Ja. So, jetzt stehen wir hier beim Andreas von der Firma Ast Zuziehhilfe. Ihr kennt das alle, man steht auf einem Stellplatz, alles ist schön ruhig und dann kommt der nervige Kastenwagenfahrer, ja, und macht seine Tür auf und zu. Und der Andreas, vielen Dank, der hat uns Abhilfe geschafft. Ja. Bitte, ihr lieben Kastenfahrer, lasst euch alle einbauen. Das ist so angenehm. Kannst du es mal demonstrieren? Jawohl, selbstverständlich, mache ich gerne. Ja, wir kennen das normale Geräusch, das möchte ich demonstrieren. So hört sich's an, wenn man ohne Zuziehhilfe arbeitet. Ja. Aber wir können auch ganz leise. Ja, wir legen die Tür an und sie schließt sich wie von Zauberhand. Ja. Also, ihr lieben Kastenwagenfahrer, lasst es euch einbauen. Und dann gibt es ja auch die Wohnmobilisten, die auch manchmal etwas nervig sind mit ihren Türen auf- und zuschlagen. Ja. Und für die gibt es jetzt auch eine Lösung. Genau, wir haben jetzt speziell entwickelt in der Vorserie für Morello und Concorde. Ja, da haben wir das Problem, dass es nur eine Türe gibt, war eine komplexe Aufgabe, weil man muss natürlich gewährleisten, dass es immer zu öffnen ist. Ja. Da haben wir hier eine neue Konstruktion. Ja. Da wird diese Baugruppe in die Türe eingebaut. Ja, da haben wir dann den Schließmechanismus und in dem Türfalz wird diese Einheit eingebaut. Ja. Und jetzt haben wir hier, das sieht man ja ganz deutlich, die Möglichkeit, wenn jetzt der Haken halb geschlossen stehen würde, kann ich von innen hier entriegeln. Ja. Von außen wird hier eine Hydraulikleitung angeschlossen. Ja, geht eine Hydraulikleitung runter in den Kofferraum
Dort habe ich dann den Gegenhebel, ja, und kann dann gerade hydraulisch mit wenigen leichten Handgriffen wiederum den Zapfen zurückfahren. Bringt es auch eine Sicherung einbruchsmäßig? Nein, das machen wir grundsätzlich nicht, ja, weil das ist immer eine Rechtssituation. Wenn Sie jetzt einen Unfall haben, ja, und die Einbruchsicherung wäre verschlossen, ja, dann kann sie keiner mehr rausholen aus dem Auto. Ja, deswegen machen wir das. Okay. Haftungstechnisch einfach nicht realisierbar. Und wie schwer ist so ein Gerät? Das Gerät liegt ungefähr bei 800 Gramm. Aha, also das macht das Kraut nicht mehr fett? Nee, unbedingt. Wenn das Fahrzeug so und so über 3,5 ist, dann so und so nicht. Genau. Aber wenn es unter 3,5 ist, dann ist eine angenehme Türverschließung auch eine tolle Sache. Eine Flasche Wasser weniger. Eine Flasche Wasser weniger, ja. Oder 800 Gramm abnehmen, das geht auch, ja, wenn wir Sport machen. Ja. Jawohl. Ja. Danke fürs Interview. Gerne. Und danke für die Informationen. Super, hat mich gefreut. Viel Spaß noch auf der Messe. So, und da haben wir jetzt den Kurt Seider. Guten Morgen. Von der Nano-Versiegelung. Wir haben ja ein Video dazu gemacht, das verlinken wir auch da rein. Gerd. Schön, dass wir euch sehen hier. Ich hoffe, dass ihr noch zufrieden seid mit eurem Fahrzeug. Wir sind zufrieden und es gibt ja eigentlich nichts Neues zu berichten. Aber jeder, der auf der CMT ist und sich für sowas interessiert, kann sich von dir beraten lassen. Darf gerne vorbeikommen hier. Was braucht er, damit er ein Angebot, ein verbindliches... Wir brauchen nur das Alter und die Größe vom Fahrzeug und dann kann man ihm einen Preis zukommen lassen. Also, das ist alles. Schreibt euch die Größe von eurem Fahrzeug auf und das Baujahr oder bringt einen Kfz-Schein mit. Genau. Dann macht euch ein Angebot und dann könnt ihr es versiegeln lassen in Erdlingen. Vielen Dank. So, und jetzt stehen wir bei Glesana. Glesana haben wir schon auf dem Caravan-Salon vorgestellt in Düsseldorf. Und da war der Daniel. Hallo, ja, Daniel. Grüß dich. Ja, das ist ein ausführliches Video, da könnt ihr euch das alles erklären lassen. Wir sind auch jetzt in Norwegen gewesen mittlerweile und haben es uns nicht einbauen lassen, aber das liegt an uns. Wir finden es nach wie vor für eine tolle Lösung und für ein tolles Geschäftsmodell. Denn da, wo gegessen wird, da wird auch geschnuppert. Ja. Und der Daniel hat ein paar Neuerungen, die will er euch jetzt kurz erklären. Ja, das Größte, was wir eigentlich gemacht haben an der Toilette, ist eine kleine konstruktive Anpassung. Wenn ihr euch mal anschaut, jede Toilette mit viel Platz, wunderbar, da geht der Deckel einwandfrei auf. Wir hatten aber auch nach eurem Video und sehr viele Anfragen, dass die Leute gesagt haben, wir würden das System gerne nutzen, aber der Einbauraum ist zu klein. Einfach deshalb, wenn die Toilette zu nah an der Wand gebaut ist, dann fällt uns der Deckel zu. Und dann liegt er immer im Rücken. Und das ist nicht die komfortabelste Situation. Und dann haben wir uns was überlegt, quasi der Schweizer Erfindergeist. Und die Genialität liegt ja oft in der Einfachheit. Wir haben einfach den gleichen Deckel genommen, haben den Softclose rausgemacht, haben den umgebaut und haben jetzt einen Deckel mit Magnetscharnier. So habe ich die Möglichkeit, die Toilette auch in ganz kleinen, begrenzten Räumen einzubauen. Und das Gute ist, der Magnet macht die Arbeit. Ich muss nicht mal zielen. Super, also vielen Dank für die Erklärung, Daniel. Viel Erfolg auf der Messe. Danke und einen guten Appetit für deine Kunden. Wünsche ich euch und uns allen auch. Ja. Tschüss, macht's gut. Bei Kibit. Ja. Genau. Kibit ist eine Marke der Firma Radgeber. In Hauptrichtigen ist es eine klassische Bandweberei. Und in der Firma gibt es leidenschaftliche Camper. Und daraus sind unsere Kibit-Netze und Keeper-Netze entstanden. Hier seht ihr das Do-It-Yourself-Set. Das Do-It-Yourself-Set zeichnet sich aus durch wahnsinnig viel Netz, das ihr in eurem Pack bekommt. Ihr könnt euch die ganzen Netze, die wir hier an unserem Messeturm dann auch haben, selber bauen.
Dazu schneidet ihr einfach nur die Stangen, die dabei sind, zurecht. Das sind die Kederleisten. Schneidet euch das Netz auf die richtige Länge. Das heißt, einfach mit der Schere durchschneiden. Kurz mit dem Feuerzeug dran, damit nichts ausfranst. Dann braucht ihr jemanden, der eine Nähmaschine hat. Oder ihr kennt jemanden mit einer Nähmaschine. Näht das ganze Netz hier einfach drauf, auf die Kederleiste. Derweil wird die Kederleiste ins Fahrzeug montiert. Kurz einziehen, fertig ist die Gabel. Und was kostet so ein Do-It-Yourself-Set? So ein Do-It-Yourself-Set liegt im Shop bei 42,90 für das hohe Netz, also 13 cm hoch. Wir haben auch noch ein Do-It-Yourself-Set mit dem halbhohen Netz, das dann so die klassischen Rüttelkanten ersetzt im Fahrzeug. Ja. Da liegt man bei 37 Euro. Und die fest eingestellten Netze, die, wie wir sie vorne sehen? Die fest eingestellten Netze, da können wir kurz zur Wand rübergehen. Gehen wir hierher. Ja. Das sind jetzt die klassischen Keep-It-Netze, gibt es in vier verschiedenen Größen. Einmal die Größe S, die Größe M, die Größe XL und die Größe L. Hier auf der Messe kosten die Größe S 8 Euro und die Größe XL kostet 10 Euro und die anderen beiden irgendwo dazwischen. Im Shop ist alles so rund 15% teurer. Wir liegen da beim XL, ich meine bei 12 Euro. Aha, okay. Super easy und einfach. Wer Angst hat, dass was unten rausfällt, macht es entweder selber eine schöne Leiste unten dran oder montiert es klassisch hochkant, dann kann auch nichts unten rausfallen, wie zum Beispiel für Handys. Super, ja. Tolle Idee. Das Dankeschön. Das ist Keep-It in Halle 7, Stand C73. Genau. Wir freuen uns. Ciao. Natürlich schauen wir auch bei der Firma Remektro vorbei. Und da ist schon wieder der Band. Bekannt aus den Videos. Richtig. Und der Band hat eine Neuerung und die zeigt euch jetzt. Also die Neuerung ist ganz einfach so, die ist schon ausgeliefert. Das ist jetzt der zweite. Auf Wunsch einer Concorde-Fahrerin oder einem Concorde-Fahrer haben wir einen Grill gebaut, der exakt in die große Schublade bei Concorde reinpasst. Das ist einmal der Grill. Ich habe es jetzt in verschiedene Farben gemacht, weil wir eine eigene Pulveranlage haben, eine Lackieranlage. Da kann man es aufstellen. Momentan ist leer, da können Sie dann etwas reintun, was Sie haben möchten. Hier haben wir in 3D-Druck haben einen Halter gebaut für verschiedene Gewürze, die man hier reinstellen kann. Dann ist hier der Grill. Name sieht man, brauche ich jetzt nicht detailliert sagen. Und jetzt habe ich dir die Möglichkeit zu grillen. Wenn ich jetzt noch Zubehör bräuchte oder sonst was, kann ich noch zusätzlich unten eine Schublade aufmachen. Hier ist ein Besteckhalter drin, hier ist ein Schneidbrett drin. Hier können Sie noch bestimmte Utensilien ablegen. Und haben jetzt noch den anderen Punkt, dass wir im Bereich Gas, haben wir ja die beiden Gasflaschen mit dem Druckminderer. Und ich kann sie so rausnehmen, kann sie austauschen. Kann sie wieder reinstellen, auch hier 3D-Druck, sodass eigentlich im Endeffekt nichts in der Gegend rumfallen kann. Das ist das momentan das Modernste oder das Neueste, was wir machen. Und der nächste Punkt, und das mal immer mal wieder reinschauen bei YouTube, der nächste Punkt wird sein, dass wir versuchen, verschiedene Grillsysteme in eine 60-40-Box zu bekommen. Das heißt, ich kann mich entscheiden, indem ich eine Box mitnehme mit dem Grillsystem oder ich kann mich entscheiden, ich nehme keine Box mit dem Grillsystem mit. Gibt es verschiedene Ausführungen in der nächsten Zeit. Also wie immer alles durchdacht. Ab und zu, ja. Und mit Qualität gefertigt, ja. So wie wir das im letzten Video gezeigt haben. Da haben wir nämlich die Firma vom Bernd gezeigt und das Video verlinken wir auch oben in der Infoleiste. Wo ist die? Wo ist sie da, oder? Genau, sie nickt. Also, danke. Und aus dem Video, was du gerade gesagt hast, haben wir jetzt heute schon jede Menge Leute da gehabt, die das auf das Video gesprochen haben. Das haben wir gesehen und deshalb sind wir heute hergekommen. Herzlichen Dank. Das freut mich. Wir machen weiter so. Danke dir.
Und da gehen wir natürlich auch zur Firma Ecoflow. Da ist der Stefan, ist der verantwortliche Standleiter hier. Und ich muss mal eins klar, wir haben jetzt schon mal diskutiert und ich erkläre das jetzt mal ganz kurz auf die Schnelle. Und wenn sie was falsch sagt, dann haust man gleich eine auf den Hinterkopf. Ja, ja, ich kenne das so von der Ossi, weißt du, die macht das auch immer mit mir. Ja? Also es gab ja von Computerbild ja diesen Hinweis, dass das angeblich gefährlich ist. Und ich habe ja auch schon viele Zuschauer gehabt, die mich auch ermahnt haben, wie lebensgefährlich das ist. Es ist natürlich nicht so, wir haben ja auch ein Video klargestellt und ist alles relativiert. Aber zu dem Bericht von Computerbild haben wir uns jetzt gerade nochmal ausgetauscht. Diese River Pro und die Delta Mini, die hatten ein Problem, wenn man sie an den Hausanschluss anschließt, dann haben die den Strom durchgeschleust, sodass dann am Endgerät der FI-Schalter des Hausanschlusses nicht mehr funktioniert hat. Und dafür gab es ein Update und damit ist dieses Problem behoben. Es gibt mit der River Pro und auch mit der Delta Mini keine gefährliche Situation mehr. So ist richtig. Ist richtig so, ja. Ja, und natürlich mit Strom muss man immer vorsichtig sein, aber man muss auch mit dem Auto vorsichtig sein. Wenn ihr mit 150 aus der Kurve fliegt mit einem Wohnmobil, dann seid ihr auch tot. Ja. Ist so, oder? Ist so, ist so. Ja. Und der Strom muss auch vorsichtig sein, aber alles, was an Sicherheit hergestellt werden kann, ist hier gewährleistet. Wenn eure Geräte alles in Ordnung ist natürlich. Ja. So, und jetzt haben wir hier noch eine Neuerung, die uns der Stefan erklärt, nämlich einen tollen Kühlschrank. Jawohl, kann ich euch, hallo, ich bin der Stefan von HG Power und wir machen hier auf der CMT den Stand für Ecoflow. Was wir jetzt ganz neu auf der Messe haben, und das Gerät ist vor 3 Tagen bei uns eingetroffen, das ist der Glacier, der erste Ecoflow-Kühlschrank mit ein paar ganz interessanten Features. Es ist ein Kühlschrank, der einen Akku hat. Den Akku kann man natürlich so wie immer aufladen mit Solarpanels. Man kann ihn aber auch am Netzteil aufladen oder man kann ihn auch mit der anderen, mit der Ecoflow Delta Pro oder der Delta Max betreiben. Der Kühlschrank selber, wenn man aufmacht, hat 2 Kühlzonen, die man unterschiedlich einstellen kann. Ich zeige es euch mal da drüben. Hat dann 2 Kühlzonen, die man unterschiedlich einstellen kann von der Temperatur. Und man kann tatsächlich die Temperatur runterregeln. Die sind deutlich in den Minusbereich, also man kann dann auch einfach auf minus 20 Grad ein anderes Fach auf eine normale Kühltemperatur einstellen. Ja, so viel vielleicht zu den Kühlfächern. Und als ganz besondere Eigenschaft haben wir hier einen Eiswürfelmaker. In diesem speziellen Fach kann man Eiswürfel herstellen in, muss man schon sagen, Rekordzeit. Wenn ich hier Wasser reinfülle und dann diesen Eiswürfelmaker einschalte, dann macht er aus dem Wasser innerhalb von 10-15 Minuten macht der Eiswürfel. Also eigentlich etwas mehr für etwas Luxuscamper. Fürs Zelt etwas weniger, weil schwer transportabel. Aber ja, wer Komfort sucht mit Wohnmobil oder auf Campingreise, für den ist es ideal. Auf jeden Fall. Und wegen der Transportabilität, das Gerät hat hinten 2 Hinten rollen, ja genau. Und vorne, wie bei der Delta Pro, die Möglichkeit, mit so einem Teleskopauszug eben auch mobil zu sein. Vor allem, wenn er beladen ist, kann er natürlich schwer sein, der ist jetzt ziemlich voll. Und so kann man ihn dann doch ziemlich gut transportieren. Holt euch einfach Informationen ein, wir verlinken hier Ecoflow unten. Und auf der Webseite steht alles drin, alle Preise und Lieferzeiten und alles drum und dran. Alles klar, ganz neu eingetroffen. Ja, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg auf der CMT. Alles klar, euch auch, alles Gute, ne? Ja, ciao. Danke, tschüss.
könnte auch fast auf den Lofoten liegen, aber die Lofoten, von denen habt ihr doch schon längst gehört, deshalb wollen wir euch heute hier Xenia vorstellen. Das ist eine... Jetzt folgen noch ein paar Impressionen aus der Perspektive unseres Kamerakindes Lennox. So, da haben wir angefangen am Freitagmittag und da hören wir jetzt am Sonntagabend erstmal auf. Das waren unsere Eindrücke. Ja, genau. Die ersten Eindrücke von der Messe. Nicht die Impressionen, sondern unsere Eindrücke. Mit nützlichen Tipps, mit Updates. Ja, und wir sind ja noch 2 Tage da. Vielleicht finden wir da nochmal irgendwas, was wir euch zeigen können. Aber für heute ist erstmal Schluss. Wir werden vielleicht versuchen, ein paar Autos aufzunehmen. Ja, aber bis jetzt wissen wir es noch nicht. Ich habe auch übrigens keine Knieprobleme. Das ist eigentlich nur der Durchsetzungsstab. Damit wir dann leichter in die Autos reinkommen. Ja. Klar. Er erzählt da wieder welche Geschichten. Ja, natürlich hat er Knieprobleme. Für alle, die das noch nicht wissen. Und aber er kann laufen mit Stock. Ja. Aber wir hoffen, es hat euch gefallen. Und es waren ein paar interessante Eindrücke dabei. Und ansonsten können wir die CMD nur empfehlen. Die geht noch über eine Woche bis Ende nächster Woche. Nächster Sonntag, also schaut einfach in Stuttgart vorbei. Wir verabschieden uns und hoffen, es hat euch gefallen. Mhm. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Jawohl. Und wir melden uns wieder, denn am Mittwoch geht es dann auf Reise. Ja, genau. So machen wir das jetzt. Also, ciao. Tschüss.